drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ah, Sender einstellen. Ich find's cool, dass es nicht aus einer Cutscene gilt. Schätze mal, es ist relativ weit hinten. Hier, glaube ich, war schon mal was, aber... haben das internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Wie mit dem roten Licht Lara da oben drauf? Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Da oben muss es so kalt sein. Ah, okay. Wir sind jetzt quasi hier schon mal unten. Boah, die Zipline, die würde ich gern mal... die ist krass. What the fuck, Alter, da wirst du so schnell. Du willst mich doch verarschen. okay. Aber nicht schlecht. Cool. Richtig, richtig cool. Das Ding haben wir schon ausgeräuchert, oder? Kann es euch gleich gar nicht sagen. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Treibstofftanks. Ja, darauf könnte man schießen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich war mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt gleich machen sollte. Angesichts der Tatsache, dass wir hier so einen schönen Schnapsladen gefunden haben. Neue Ausrüstung erhalten. So sollte es gehen. Feuerstrahl. Super, jetzt wollte ich das lesen und haben wir es direkt weggedrückt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. Ach, da irgendwas links? Nee. Auch nicht. Super, wie geht es jetzt mit dem Feuerstrahl? Scheiße. Spielinfo gibt's nicht, gell? Spieloption. Scheiße, jetzt haben wir das weggedrückt. Wir probieren es jetzt einfach mal, wir schießen einfach mal mit dem Ding da drauf. Ich war sicher, dass das geht. Dann probieren wir es halt so. Dann geht hier auch, funktioniert's. Machen wir das halt so. Hui, hui, hui. You guys don't look at explosions. Aber es funktioniert. Da ist es. Wow, was ist für ein Big Bomber. Der Controller ist gerade vollkommen ausflippen. Oh oh, was war das? Alter Schwede. Jetzt haben wir ein Problem. Ah!
Alter, ich setze dir, ich muss da irgendwas machen. Oh ja, ich kann dem Ding ausweichen. Geleck mich doch. Alter Schwede, was ist denn das für eine krasse Rutschaktion? Au, au, au. Alter, was für eine Action. Was für eine Action-Szene waren das jetzt gerade hier. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Sie glaube ich auch nicht. Es wäre mir auch ein bisschen zu schnell vorgekommen, dass du das Spiel jetzt schon durch hast. Ja. Aber es hat jemand überlebt. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Nicht so voreilig. Wir hätten glaube ich auch auf die andere Seite springen können. So. Ich frage mich echt, woher das ganze Zeug hier kommen soll. Schwingen Sie einen herunterhängenden Banner wie ein Trapez. Okay. Und springen Sie nicht schon 10 Meter davor. Okay. Tschüss, liebe Welt. Macht nix. Wir haben ja noch einen Versuch. Au. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das hätte durchaus auch schief gehen können. Oder fällt jetzt hier gerade alles zusammen? Ich glaube, ich muss mich jetzt hier direkt beeilen. Ich kann hier gar nicht auf Entdeckungstour gehen. Weißt du, das Ding hing hier sämtliche hielt hier sämtliche Stürme aus. Und jetzt kommt auf einmal ein bisschen Schwung ins Leben. Der Häuser hier und schon geht alles kaputt. Weißt, ich springe da nur ein bisschen drauf. Aber schön, wie sie alle immer ein bisschen tiefer gebaut haben. Und der Boden sah voll mit Flugzeugen mit aus. Vielleicht ist es auch voll. Oh. Scheiße. Wow. Haben wir schon wieder so einen blöden Typen. Was mit meiner anderen Waffe, die ich noch so hab. Wegen dir, blöder Penner, haben wir jetzt nicht den Piloten befragen können. Was echt scheiße ist. Pfeile sind bei mir immer voll. Das Coole ist, ich kann jetzt Feuer einfach aus dem Nichts machen. Which is pretty cool, I would say. That is awesome, baby. Awesome, awesome, awesome. So, ja, das war's dann wohl mit dem Piloten. Vielleicht hat er aber noch irgendwas bei sich. Nee. Den Fallschirm hätten wir brauchen können. Wir haben eine Campstelle. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel. Dein Flugzeug abstürzen lässt. Es ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen okay. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Schlussfolge, wie ernst passiert, bla bla bla. Zwei Magazine erhöhen sie das Nachladetempo. Eine Polsterung, Griff und stabilisiert der Waffe beim Feuern. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was wichtiger ist. Mehr Munition oder Schussfrequenz vielleicht. Wir erhöhen jetzt erstmal die Schussfrequenz. Genau. So. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm!
Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ja, so schaut's aus. Schaut mal da runter. Ich frage mich echt, wer auf dieser Insel hier das alles gebaut haben will, soll. Ich meine, wir sind hier echt am Arsch der Welt. Auf einer Insel. Was war denn das? Hä, ich will da gar nicht weiter. Ach so, das war jetzt eine automatische Cutscene. Hier drüben! Schieße von der Flanke! Oh oh, jetzt wird's derbe. Alter, wie blutverschmiert die Frau ist. Neue Ausrüstung erhalten. Okay. Aha. Okay. Ah, das ist mal nice. Das ist mal richtig nice. Ich bin jetzt schon Fan von dem. Kann ich Leute auch damit herziehen? Anscheinend. Also wie genau die einfach immer ihre blöden Molotov-Cocktails werfen. Aber diesmal habe ich dich. Es muss ein Weg nach oben gehen. Das sieht doch schon mal recht viel, oder schaut doch schon mal recht vielversprechend aus. Also das ist mal wieder ein richtig cooles Feature, das mit dem Seil. Ich bin jetzt schon wieder hellauf begeistert davon. Ihr hoffentlich auch. Da vorne sind ein paar Pfeile. Also immer noch voll. Gibt's doch nicht. Was auch immer wir da drin bekommen haben. Es war nicht viel. Und das Wasser hier, muss ich sagen, schaut ehrlich gesagt ein bisschen schlecht animiert aus. Weil es so irgendwie aus einem Nichtsstrom daherkommt. Es muss irgendwie einen Weg nach oben geben, das kann ich dir schon sagen. Aha. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass das Ganze, im Prinzip kannst du dann vielleicht alle Orte, wo du schon mal warst, nochmal besuchen. Und dann kannst du mit dem Zeug eben was anfangen. Wo wir eigentlich diese Aufnahmesession hier gestartet haben, das ist jetzt schon Folge 6 in dieser Aufnahmesession. Nur damit ihr mal wisst, wie viele Folgen das jetzt schon wieder sind hier. Da hatten wir ganz am Anfang auch so Seileteile da. Und da konnten wir an einen Ort einfach ums Verrecken nicht hochgehen. Ich glaube, wir müssen da hoch. Und ich denke, jetzt wenn wir da wieder hinreisen würden, könnten wir das damit schaffen. Pfeile müssten eigentlich genug haben. Ja, wie immer halt. Eigentlich kannst du mal deine blöden Fackeln, deine Fackel da wegpacken. So. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Aha. Könnte durchaus so sein. Da hast du möglicherweise recht. Aber ich möchte erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Nee. Okay, was muss ich dann machen? Ah, okay, ich muss einfach nur an dem Pfosten stehen. Alles klar. Was haben wir hier oben? Sollen wir das auch schon abziehen? Nee, oder? Wir probieren es mal. Was hat es denn damit auf sich? Aha. Okay, das könnte natürlich auch funktionieren. Dann kommen wir nämlich gleich da oben raus und ich glaube, das ist auch der Punkt, worauf man hinaus sollte, wenn du an diese Bonus-Chest hier gelangen willst.
Und die wollen wir natürlich immer gelangen. Was hat's mit dem Wandteppich auf sich? Hängt einfach mal so ein komischer Pilz. Ich hoffe, wir mussten nicht oben bleiben. Nee, wir können hier runter.